Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Voucher und mit unserem Schlafwandler, Alterle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es ist Nacht, wir rennen ganz kurz ein bisschen Kohle besorgen. Ich möchte heute, wie ich es gestern angekündigt habe, gerne die zwei Maschinen anschließen, die MK2-Bohrer, damit wir da drüben eine kleine zusätzliche Linie aufbauen für unsere Fahrstuhlversorgung. Und da holen wir uns jetzt hier gleich ein bisschen Kohle, weil. Wer bist denn du so mitten in der Nacht? Heute machen wir unseren Ausflug wie angekündigt. Der basht halt schon gut rein. Komm her! Ich glaube, die haben auch ein bisschen mehr. Guck mal, das Auto halt geschwind. Ich liebe das. Habe ich ihn abgehängt? Ich glaube. Genau, Ausflugszeit. Sobald es hell ist, müsste man das eigentlich soweit erledigt haben. Ich habe uns Materialien zusammengeholt für einen Schlepper, sodass wir mit dem Auto unterwegs sein können heute. Ja, servus, grüß dich. Super, dass du bist. Lass mich mal kurz hier reingucken. Das ist natürlich jetzt. Ey, aber weißt du was? Der macht es schon ordentlich, ne? Der macht es schon gut. Guck mal, er ist immer vollgeladen, holt sich sein Zeugs hier raus, was er braucht. Die Anlieferung ist da. Ich mag das. Gefällt mir gut. Jetzt aber nicht durcheinander kommen hier wieder. Ich muss mal eben was schauen. Wenn wir. Ich kann das hier gar nicht abnehmen. Wie viel brauchen wir denn? Wenn ich 400 Ladungen habe fürs Fahrzeug. Müsste das doch normalerweise reichen, oder? Für einen kleinen Ausflug. Weil ich will mit dem Schlepper halt jetzt unterwegs sein dann. Das wird schon reichen. Jetzt pass auf, ich baue den Schlepper aber noch nicht auf, weil ich erst nochmal die Minen hinten abklappern will. Das machen wir jetzt zuerst. Schade, dass ich ihn gerade verpasst habe. Sollte so getimt sein, dass es dann hell ist. Wir fahren hintere zu diesen Elefantenbäumen heute, schauen uns ein bisschen in den Biom um, sorgen dafür, dass wir was zum Heilen haben. Denn nach jedem Patch, nach jedem Update, kriege ich hier die Viecher wieder gespawnt und irgendwann seht ihr, ich bin immer auf dem letzten Drücker hier im Leben. Sollte man schon ein bisschen drauf schauen. Jetzt geht es aber erstmal zurück zu den Stahlwägen und von dort aus kenne ich jetzt gleich nochmal die Kupferstelle und die Eisenstelle von gestern und dann setzen wir die Bohrer auf und ich ziehe auch Strom rüber, ne? Deswegen habe ich das Auto jetzt noch nicht rausgeholt, sonst könnte ich das mit dem Strom wahrscheinlich gar nicht so machen, wie ich es will. So, meine Lieben, da bin ich mal gespannt auf die Biomecke da hinten. Wird sowieso Zeit, dass wir einen Ausflug machen. Und dann haben wir auch einen mobilen Schlepper nochmal. Einen, den wir dann immer benutzen, wenn wir so ein bisschen weiter rausfahren. So, ich würde sagen, hier können wir. Wir fangen mit Kupfer an. Wir hatten gestern hier eine wunderschöne Kupferstelle irgendwo nochmal aufgemacht. Das war die hier bei 300 Metern, ne? Da gehen wir jetzt hin, aber ich muss natürlich von hier schon mal Strom mitnehmen. Das habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich schon wieder vergessen. Der ist ziemlich ausgelastet. Dann ziehen wir von da oben den Strom runter. Das kenne ich gleich nochmal. So, kurzer Moment. Ihr kennt ja, das ist meine Knisterecke hier. Komm, wir gehen den regulären Weg. Dafür habe ich ihn gebaut. Ach so, muss ich hier rum? Ja, es ist schon eine üble Geschichte hier. Ist aber die einzige Ecke, wo es spackt. Warum auch immer. Wahrscheinlich kommt hier halt einfach viel zusammen auch, ne? So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns von da hinten gleich schon mal die Stromgeschichte. Der hier war der Finale, glaube ich. Und dann würde ich sagen, geht es hier in diese Richtung. Machen wir einmal bis hierhin. Und einmal bis hierhin. Und dann scanne ich lieber nochmal. Kupfer und Eisen brauchen wir. Ich will eine kleine Linie aufbauen. Rein für die Materialien, damit wir den Fahrstuhl beliefern können, ne? So, Strom ist dann schon mal da. Dann setzt man die Maschinen und dann brauche ich mich nur noch ums Band kümmern und um den Aufbau. Wir gucken natürlich dann morgen in der Folge gemeinsam, wo wir das alles hinbauen. So, und ich muss auch noch mal nach meinen Maschinen gucken bezüglich der Kraftwerke. Da ist noch eine Kleinigkeit, wo wir erledigen müssen. Wir müssen die Wasserrohre splitten. Habe ich auch noch mal in der Wiki nachgelesen, dass man, glaube ich, ab dem siebten Kraftwerk die Wasserdinger splitten muss. Weil wenn, ich glaube, 50 Kubik Wasser brauchst du pro Kraftwerk, wenn ich es richtig weiß. Und dann können wir eigentlich mit einer Rohrlinie nur sechs Kraftwerke bestücken, ne? Da müssen wir auch noch mal ran. Nicht, dass uns irgendwann dann die Versorgung zusammenbricht. So, ich scanne noch mal. Wo genau? Das ist jetzt der erste Spot, der oben ist. Warte mal ab. Ne, hier ist er. Und da wartet auch schon ein junger Mann, dass er gebasht wird. Findest du einen Weg nach oben hier? Nicht tatsächlich. Alter, ist die KI schlau. Oh, die Maschine geht aber ab wie Sau. Alter, der Bescher ist cool. Leute, guck mal, was hier ist. Da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Ich weiß nur nicht mehr wann. Ich meine, freue ich mich, ist wie Überraschungsei. Ich nehme das jetzt alles mal auf hier.
Was sind das für eine Note? Die Eisennote, ist das eine reine? Ich bin gespannt. Nee, ist Kupfer. Ja, da habe ich irgendwann mal zwei Miner abgestellt, offensichtlich, ne? Ist eine normale Note? Würde ich mal sagen, das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Da setzen wir gleich mal unsere MK2 hin. So, mein Freund, in die Richtung geht es dann nachher los. Genau. Fupp. Und da wir das jetzt schon erledigt haben, zup. Alles klar, dann kann der seine Arbeit aufnehmen. Dann ziehen wir das in Richtung unserem Zuhause, bauen da die kleine Leine auf und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht auch mit einem Schlepper dann zum Fahrstuhl befördern. Dann baue ich einen kleinen Lift auf oder so. Alles klar, jetzt pass auf, wir scannen aber weiter, denn wir brauchen auch noch eine Eisennote. Am besten auch eine normale, dass wir immer wissen, von was es... Die ist 200 entfernt. Das ist wahrscheinlich eine von zu Hause. Dann müssen wir uns die da hinten schnappen. Dann geht's hier weiter. So. Ja, komm, wenn ich hier schon hier rumsaus, da kann ich das auch einsammeln, ne? So, ich scanne gleich schon mal nach. Sicher ist immer sicher. Und die leite ich dann her. Dann bauen wir uns irgendwo hier eine kleine Linie auf. Rein für die Bauteile. Das hat geklappt, guck dir das an. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal, ist unser Alderle in anderen Biomen unterwegs. Je, je. So, Basomo, wo bist denn du, Note? Da vorne drin, oder was? Sitzt die hier irgendwo? Ah, das ist die hier oben. Wir sollten die jetzt keinen Böbbel nach dem Respawn hier? Ist eine reine sogar, Leute. Ist sogar eine reine. Sehr gut, weil da brauchen wir sowieso einiges davon. So, zweiter MK. Den haben wir auch extra vorbereitet für die Aktion. Hier in die Richtung. Schließen wir natürlich gleich an. Linsen wir nochmal kurz rein, wie viel Energie wir... das passt ja. Noch laufen die Teile vorne. So, meine Lieben. Dann können wir uns überlegen, wo wir es aufbauen. Im Prinzip ist das alles gar nicht so ultra weit weg, sehe ich gerade, ne? Die ist da hinten, die ist hier. Dann könnte man es theoretisch da unten drauf bauen. Und von da aus dann rüber liefern lassen. So werden wir das wahrscheinlich auch machen. Aber jetzt geht es natürlich weiter. Wir wollen noch einen Schlepper bauen, dass wir auch einen Ausflug machen. Ein bisschen mobil sein heute. Schlepper-Mapper. Schlepper ist gebaut. Schlepper braucht Energie. Schlepper braucht Energie. Halte mal, ich muss hinten ins Kessel reingucken. Ich dachte gerade, wieso geht's nicht mehr? So, mein Freund. Hier hast du deine 100 Kohle. Ich räume dir aber mal alles hier rüber, weil du kannst ja gleichzeitig auch als... Kann ich Kohle? Ja, doch, geht auch. Naja, aber der nimmt den Slot, wenn ich hier mit meinen Tastenkürzel arbeiten will. Ich mach die mal hier rüber. Ich würde die... Zwei, ja, die haben wir jetzt eingespart, weil ich nochmal neue gefunden habe, ne? Dann sortiere ich das nochmal auf. Das reicht an Inventarplatz hier, die können wir auch nochmal rüberschießen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch nicht lange rum. Wir fahren einfach wirklich zu den Elefantenbäumen. Sehr geil, freue ich mich jetzt. Sind wir mit dem, kann der hier einfach so drüber fahren, ohne dass der... Oh oh. Er ist ein bisschen, da muss ich ein bisschen mehr Wendekreis einrechnen. Jetzt hat er's. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich hier runterflitze mit ihm. Er überlebt. So, guck mal, da hinten ist auch so eine grüne Giftwolke. Ich bin gespannt, ob wir mit dem Schlepper Probleme kriegen, wenn ich durchfahre. Ah, immer gespannt hier über Stock und Stein. Ah, ist halt schon ziemlich wendige Maschinen. Es geht, guck mal. Das hier Probleme. Das ist irgendwie so eine Pilzgeschichte, ne? Wenn ich da aber zu lang stecken bleib gleich. Ja, wir werden sehen, wenn muss ich irgendwie versuchen abzuhauen. Nicht, Digga, nicht lenken, sondern da oben lang. Hier. Und dann hier so. Ja, und dann hier über die. Jetzt bin ich gespannt, ob uns das Leben abzieht, wenn ich hier durch die Giftbrühe flatz. Oder ob ich im Auto sicher bin. Ne, es zieht Leben ab. Oh, es zieht sogar sehr viel Leben ab. Schaffen wir das? Oh, knapp auf dem letzten Drücker. Jetzt bloß nicht mehr drauf zufahren. Nicht zu nah hin, nicht zu nah hin. Junge, Junge. Okay, es macht Damage. Sobald ich Bärchen sehe, heute muss ich kurz absteigen. Wäre wieder volles Risiko. Aber wir kriegen noch ein Action-Let's Play draus gemacht. Da oben fahren wir rein. Ich sehe gerade den Spot, wo ich hin will. Was natürlich die Viecher angeht... Oh, unser Leben kommt zurück. Das heilt immer auf 3 auf. Alles klar. Siehst du, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, richtig? Hier ist auch so eine Steingeschichte.
Warte mal, wenn ich jetzt hier aus dem Schlepper rausgehe. Ich will schon gucken. Was sind das hier? Eine Versteinerung? Da geht man nix. Ah, ich habe Fuel vergessen. Ah, Mist. Aber wollte ich ja eh nicht machen. Eigentlich habe ich es nicht vergessen. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass wir irgendwas umbauen wollen. Ich will eigentlich nur ein bisschen unterwegs sein heute, ne? Dass wir mal was gesehen haben, auch vom Biom. Weil so einen richtigen Ausflug weiter weg hat man noch keinen. Und die Bäume sehe ich schon seit dem Beginn der Staffel. Und habe keine Ahnung davon, ne? Guck mal, die Kohle. 83 haben wir noch drin von der ersten Ladung. Hier sind Bärchen. Bärchen sammeln, das können wir uns erlauben von mir aus. Da bin ich dabei. So. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben ja die Möglichkeit, die hier drauf zu legen. Das Ding ist ein absolut geiler Becher. So, die esse ich jetzt auch gleich. Dann haben wir mal ein bisschen was im Magen. Sehr cool. Guck dir mal den Baum an. Absolut geil, oder? Lum, li, lum. La, 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 lum. Ich will die ganze Zeit eine Map aufmachen. Das verleitet voll M zu drücken, ne? Boah, wo geht's denn da runter? Oder da? Erstmal auf die Ebene, würde ich sagen. Erstmal auf die Ebene. Was passiert denn, wenn ich mit meinem Vehikel hier auf die Viecher drauf fahre? Boah, er hat es kurz umkratzt, aber es steht noch. Hier ist es sehr, sehr neblig gerade, gell? Vielleicht ist das aber eigentlich nur eine Eigenschaft von diesem Biom. Machen wir langsam. Langsam, habe ich gesagt. Wenn nicht sogar ganz aus. Ja, jetzt muss er sich hier tatsächlich ein bisschen anstrengen, bis er alles geladen hatte. So, stopp. Wir gehen raus. Und wir sammeln genau die Sachen hier ein. So habe ich mir das vorgestellt. Oh! Oh, ist das schön! Ach Gott, ist das putzig. Hier auch mit dem Wasserfall. Außerhalb von der Wüste. Auch schön, gell? Lass mal ganz kurz hier gucken. Haben wir hier irgendwie Kohle am Start? Oh, da hinten das Gebirge, ist Auto. Hey, schön. Super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh. Hier. Ein Kilometer weit weg die einzige Kohle offensichtlich. Krass. Ah, jetzt tickt es ein bisschen. Alles klar. Komm her, ich nehm die alle mit. Aber da fahren wir jetzt noch ein Stück weiter rein. Da bin ich jetzt neugierig. Die Bärchen machen wir mal hier drauf. Und weiter geht's. Schön einsammeln. Da vorne fahren wir jetzt diese Senke runter, die wir gerade gesehen haben. Machen wir heute einen gemütlichen Ausflug. Jetzt haben wir ja die Dinger schon mal vorbereitet. Dann wissen wir auch Bescheid, dass uns morgen tatsächlich was erwartet. Steig mal ab. Da vorne steht eine Struktur, die hat aber... Sind wir hier auf die Welt gekommen? Nee, ne? Oh. Zwei gleich. Drei sogar. Alles klar. Sammelt natürlich das Zeug ein, ne? Was habe ich jetzt gerade im Visier gehabt? Da vorne? Da fahren wir hin. Das wird mich jetzt mal interessieren. Da steht eine Struktur mitten im Gelände. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Vielleicht ist ja tatsächlich eine Exploration-Belohnung drin für uns. Du bist der absolute Maschine. Du bist sogar das Geilste, was ich gesehen habe seit langem. Nee. Wir haben noch nicht mal die Hälfte verbraucht. Ja, da kann man gut unterwegs sein mit ein bisschen Kohle. Stopp. Bin ich mal gespannt. Erstmal gucke ich kurz. Ich habe nämlich hier nochmal Bärchen gesehen. So. Dann essen wir zwei, drei. Becher in die Hand. Mit dem Becher in der Hand gehe ich durchs Land. Drücke E zum Aufheben von verstärkter Eisenplatte mal 28. Haben wir mal geschwind. Ey, guck mal, hier fährt Loot rum. Schräubchen, 500 Schrauben. Hier, guck mal. Das wusste ich nicht, dass es Lootstellen gibt. Guck mal, hier auch Rahmen. 12 Stück. Wie cool. Eine Abwurfkapsel ist es.
Reparatur erforderlich. Batterie defekt Needs 15 Megawatt Kapsel beschädigt. Benötigt Quarzozillator zweimal. Ein Kristalloszillator ist ein. Oh, ja. Das ist ja mal krass. Das habe ich jetzt natürlich nicht dabei, aber zu wissen, dass es sowas gibt, finde ich mal mega. Wie nennt sich die, was er da will? Quarzozillatoren. Ich glaube nicht, dass wir Quarzozillatoren schon bauen können. Muss man die vielleicht freischalten in der MAM? Ich nehme es fast an. Könnte man ja mal direkt gucken irgendwann. Lass mich mal kurz das Ding aufbauen. Quarzozillatoren. Quarzo, Quarzo, Quarzo. Quarzo. Nee, weil Quarz gibt's ja. Das wissen wir, ne? Ich sehe hier nichts. Nicht das, was er braucht. Und 15 Megawatt. Das heißt, ich müsste auch ein kleines Kraftwerk. Oder sind das Energiezellen? Das sind wahrscheinlich Energiezellen. Geile Geschichte. Ich mache die mal spaßhalber nur hin. Und nochmal kurz reingucken. Hier ist auch nichts. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir das freischalten. Und dann können wir in Zukunft die mitnehmen, wenn wir on Tour gehen. Ich finde es überhaupt ziemlich verschärft, dass es sowas hier gibt. Gut, meine Lieben, weiter geht's. Augen auf. Wenn nochmal so irgendwas rumliegt, können wir natürlich einsammeln. Apropos einsammeln. Du musst die Sachen nicht liegen lassen, ne? So. Die brauchst du nicht. Ist das geil? Vor allem das Zeug ist gar nicht billig in der Herstellung, ne? Wo war denn die Stelle, wo ich runterfahren wollte? Wir müssen jetzt halt... Ich muss halt immer wieder mal raus, weil wenn ich es jetzt schon sehe, dann nehme ich es auch immer gleich mit. Dann haben wir am Schluss da auch ein bisschen Auskommen. Was passiert, wenn ich ihn über den Haufen fahre? Und was ist denn das für eine Note hier? Umgestoßen habe ich ihn, ne? Er schießt sogar, wenn er liegt. Digga. Und er trifft ziemlich cool. Den müsste ich anders angehen. Und jetzt ausweichen und hin. Der scheint mir etwas größer zu sein, wie die Sachen, die ich kenne. Was hast denn du gedroppt, Digga, ne? Ne, die Alien-Teile. Blätter, Blätter. Sind das spezielle Blumen? Ne, auch normale Blätter, ne? Sehr geil. Ach Gott, ein schöner Ausflug. Macht mir jetzt schon ziemlich Laune. Ich brauche... Naja, ich muss halt mehr Bärchen pflücken gehen. Was habe ich jetzt gerade eben im Kopf gehabt, warum ich hier raus bin? Ich bin doch hier gar nicht. Doch, die Notes wollte ich noch angucken, richtig. Weil aus dem hier steht nämlich so eine spezielle Kristallgeschichte raus. Rohquarz ist das. Rohquarz. Alles klar. Zwei saftige Notes. Mensch, wo war denn die coole Stelle, Leute? Hier sind wieder Bären. Wo standen sie hier? Ich muss alles pflücken, was ich kriegen kann. War das hier? Ja, hier. Das habe ich gemeint. Da hat es aber einige Viecher dann hier unten, ne? Ey, die Map ist aber mal ein Nümmerle. Was da alles so rumsteht. Die habe ich gesehen, deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück. Da sind überall Erze, ne? Hier ist alles voll. Da vorne stehen nochmal welche. Die nehme ich auch mit. Die sind sogar, glaube ich, besser als unsere Bären. Sind halt immer gleich fünf, ne? So. 66 Kohle ist noch drin. Schön, oder? Hier runtersausen, absolut gut. Langsam. Ja, da, das ist einiges auf der Map auch drauf, was hier laden muss, gell? Da war Schwefel, glaube ich. Oh, schön! Das ist ja nice. Guck mal, auch die Bäume hier. Oh, die sind aber ziemlich cool. Hier. Schön. Bin echt begeistert. Warte mal, geschwind. Ich muss ab und zu auch mal ein bisschen die Sachen... Dachte ich gerade, es wäre ein Igel oder irgendwas. Nimm doch einfach mal ein bisschen mit. Können wir ja daheim bestimmt in irgendeiner Form... This mineral shows purity levels akin to synthetic quartz manufactured on Earth and can be used to improve communication and exploration technologies.
A new research tree can now be accessed in the MAM. Research Tree haben wir freigeschalten dadurch. Sehr geil. Sag mal, ist das Wasser hier? Das ist auf jeden Fall irgendwie Brühe, ne? Nicht, dass es zu tief wird irgendwann. Lass uns hier... Ich glaube, da drüben habe ich wieder was gesehen. Und zwar oben drauf. Ich glaube, da ist nochmal so eine Frachtkapsel. Ja, da hinten ist nochmal eine. Oben drauf, die holen wir uns. Au, hier ist wieder... Hier ist Gifty Mifty. Schnell durch! Oh, das ganze Gebiet ist vergiftet. Oh, ich habe gerade ein Problem. Also, willst du vielleicht... Wir sind gestorben, einfach mal so eben. Das war zu heavy für uns. Jetzt steckt natürlich mein Fahrzeug da hinten fest, ne? Alter, das ist weit weg. Ich glaube, da muss ich jetzt hinlaufen. Da mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Ich glaube aber nicht, dass wir den nochmal rauskriegen. Wir versuchen, den wegzuscannen. Und ich versuche, ganz schnell an unsere Matz zu kommen. Ich renne kurz rüber. In die Richtung. Ich hole euch dann gleich dazu, wenn ich drüben bin. Kurzer Moment. Wieder an Ort und Stelle, meine Lieben. Das Problem ist, dass das alles so weit da drin liegt jetzt. Ich glaube, da werde ich sterben, wenn ich mir das hole. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Lasst uns hier mal versuchen, noch irgendwie ohne Gefahr zu laufen, einen Angriff zu kriegen. Vielleicht noch was zum Futtern zu holen. Ich halte die Augen offen. Ich weiß nicht, was in dem Biom alles so rumrennt. Hier überall passiert es, ne, dass man solche Schäden kriegt. Da ist wieder so grün jetzt. Hast du gesehen? Wenn ich reinlaufe und meine Sachen hole, und die hätte ich eigentlich schon gerne, den Dings könnte man zur Not abbauen, weißt du? Unser Fahrzeug. Die Frage, da ist jetzt Uran, da müssen wir aufpassen. Da vorne ist es, ne? Pass mal auf, wir versuchen mal hier durchzukommen. Man kriegt immer stellenweise Schaden, nicht überall. Den habe ich genau da reingesetzt, wo es giftig ist, das ist mir nicht aufgefallen. Hier wächst jetzt auch nichts, was ich essen kann, ne? Das sind überall diese Giftblumen. Das ganze Gebiet ist grün, guck mal. Die haben allerdings... Die haben einen Intervall, wenn ich es richtig sehe. Jetzt pumpt sie wieder. Nee, aber sobald die ausstößt, ist es vergiftet, ne? Ich hatte allerdings auch nur 3 Lebenspunkte. Deswegen die Idee, wenn wir uns jetzt noch was zum Essen besorgen könnten. Aber ich sehe hier nichts. Das sind alles nur Blütenblätter. Wir haben allerdings, muss ich jetzt mal dazu sagen, gleich mal mehr als das Doppelte an Leben. Rein und das Auto rausgefahren, oder? Oder rein und... Wir gucken mal, wie viel Damage das macht. Komm her. Wow, wow, wow. Das zieht gut ab. Guck mal, oh ne, das tickt. Das tickt wie Sau. Ich glaube, dass das Zeug größtenteils verloren ist. Oh, leck. Das ist ungesund. Ich könnte höchstens versuchen, ob ich von oben irgendwo rankomme, dass ich, wenn ich den demontiere, kriege ich zumindest die Fahrzeugmaterialien wieder, ne? Okay, hier ist alles soweit okay. Gibt es hier was zum Futtern? Im Moment sehe ich hier erstmal nichts. Stückle können wir jetzt noch ran. Problem ist, dass dann da hinten eine Kiste mit Materialien und Kohle liegt und die brauchen wir ja zum Wegkommen hier, ne? Ich nehme an, die da stoßt auch aus, hier die große, gell? Scheiße. Also ins Fahrzeug käme ich. Nur an meine Sachen nicht. Wenn ich reinlaufe und die hole, sind wir zu schnell tot. Hm. Bedauerlich. Aber trotzdem, absoluter Renner hier, das Biom auch. So vergiftet, wie alles ist, ne? Macht Spaß. Also das Fahrzeug kriegen wir wieder. Und wenn wir dann irgendwo einen Kohlebrocken finden, können wir uns auch ein bisschen Energie holen. Und dann hole ich das irgendwann, das bleibt ja liegen. Wenn ich mal irgendwann weiß, wie ich mich gegen das alles hier zur Wehr setzen kann. Wir gucken mal, ob es hier Kohle gibt. Sieht nicht gut aus. Vielleicht läuft aber auch.
Vielleicht läuft da aber auch mit Biomasse. Ich habe es ja nie probiert, ne? Wir sammeln den auf jeden Fall jetzt ein, wenn ich den krieg. Du musst nur aufpassen hier auf diese Giftdinger. Aber die sind ja berechenbar. Die stehen nur halt so blöd, dass das so viel, dass das so viele sind. Gerade hier um den Container rum. Ist echt schade. Vielleicht komme ich aber hinten rum. Komm, wir probieren mal unser Glück. Wir wollten ja eh nur einen Ausflug machen. Also sehen wir jetzt wenigstens das Biom ein bisschen näher hier. Die hier macht bestimmt Gift, ne? Ja, sobald es grün wird tatsächlich, fängt der Ticker an. Wir müssen nur weit genug wegbleiben. Da ist übrigens auch noch ein Frachter. Und da hat es leider auch diese Blumen, die die Dinger ausspucken. Schwefel. Jetzt sind wir von der anderen Seite dran, ne? Die große, der traue ich nicht. Da hat es mal ein Bärchen. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber ist besser als nichts. Wo eine ist, könnte auch noch eine zweite sein. Ich gucke halt, wie nah ich rankomme. Vielleicht finde ich eine Lücke. Ansonsten rennt es, wie gesagt, ja nicht weg. Ist schon ziemlich stark, finde ich. Da ist diese... Oh, guck mal, hier ist alles grün jetzt schon wieder, ne? Nee, hier kommen wir gar nicht durch. Noch mal ein Stück da lang. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Reise so spannend wird. Weil du bist ja hier so am Bauen irgendwie mehr, ne? Man hat gar nicht so das Gefühl dafür, dass das hier auch eine Exploration Map sein könnte. Was es aber definitiv ist, wie ich heute gemerkt habe. Hier ist das Ding. Da unten werden die rumgestanden. Schade, man müsste die halt loswerden, die Grünen. Da läuft ein Feind. Wir haben jetzt nur eine Möglichkeit, dass ich das Auto abbaue. Und die Sachen irgendwann hole. Später. Ja, das machen wir jetzt auch. Da gehe ich jetzt allerdings nicht hin, wenn der da gerade runterkam. Da könnte ich eventuell rüber. Aber wenn der uns jetzt angreift, ich kann mich ja im Moment mit nichts wehren. Ich habe nichts bei. Hoffen wir, dass wir hier nicht vergiftet werden. Wobei es hier gerade schön grün ist, ne? Lass uns mal weiter ran, vielleicht komme ich ja doch irgendwie hin. Hier passiert uns gerade nichts. Da liegt da, der Bock. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich dahin laufen kann? Nee, das sitzt genau nebendran, so ein Teil, ne? Das werden wir nicht hinkriegen. Die hatten es schon erwartet, ich hau ab. Ich sehe ihn in der Mühe. Ich habe nicht mal ein Zeno-Dinger dabei. Ein Swappy-Mappy. Hört er sie immer noch krabbeln? Ich höre sie noch. Nicht so nah. So, mal ganz kurz was testen. Nicht so nah an das Zeug. Mist, blöde Stelle ausgesucht. Meinst du, der fährt mit dem ganz normalen Treibstoffzeugs hier? Jo. Ach, da habe ich doch Kohle. Ich habe es Gott sei Dank ins Fahrzeug geladen. Merke ich jetzt gerade. Ich habe es ins Fahrzeug geladen. Und tatsächlich... Ja, ist gut. Jo, jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen. Wir hatten es ja ins Fahrzeug geladen und durchs Abbauen kriegst du natürlich auch den Inhalt. Boah, hier ist aber alles so verstrahlt. Da musst du echt genau aufpassen jetzt. Nicht da, hier ist alles grün. Komm, wir versuchen noch gemeinsam zu fliehen. Wenn ich mit Vollspeed da jetzt durchfahre,
eher hier, glaube ich. Hier ist, glaube ich, gescheiter, Leute. Und jetzt links. Huch! Kurzer Moment. Irgendwie hänge ich hier fest. Da hinten zwischen den zwei Bäumen können wir normalerweise durch. Komm, Risiko, Fisiko. Ah! Jo. Läuft. Läuft. Wahnsinn, schöner Ausflug. Und das ist nur eins von vielen Biomen. Ne? Die Map ist ja riesig. Gut, ich habe jetzt meine Sachen verloren, die ich im Inventar hatte. Ist aber nicht so tragisch. Die sind gleich nachgebaut. Und irgendwann kommen wir hier vorbei nochmal und dann holen wir das ab. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir treffen uns morgen hier in-game an der neuen Produktlinie für den Lift. Möchte ich die Teile herstellen, die wir uns gestern angeschaut haben. Das wäre mal ganz wichtig. Dann können wir parallel den Lift beliefern lassen. Und dann haben wir ja noch unser Weltraumlift, sehe ich. Im Moment sehe ich ihn, wo ich von ihm rede, da hinten. Guck mal, im Hintergrund. Ja, warte, ich habe hier gerade die Spur verloren. Das machen wir, dann beliefern wir den. Und dann haben wir noch ein Milestone von T4. Den schauen wir uns dann an, bis der Weltraumlift beliefert ist. Da haben wir noch was zu tun, ne? Das war jetzt richtig interessant und vor allem recht cool eigentlich. So, guck mal, sind da Bären wieder dran? Jo, sind, hol die. Und dann bau dir diesen komischen Zapper nach, weil der ist nämlich ziemlich cool. So, sobald wir auf dem Pfad sind, switche ich rüber in die nächste Folge. Oh, kurzer Moment. Dreh da ein bisschen durch hier, der Gute. Unser Gutzel. Der ist geiler. Hey, schöner Ausflug. Haben wir ein bisschen was gesehen und wir waren noch nicht mal ultra weit weg von zu Hause, ne? So, meine Lieben, dann würde ich mich freuen, wenn wir morgen hier wieder zusammentreffen. Dann geht es weiter. Weltraumliftbelieferungsteile aufbauen. Stufe 4. Letzter Milestone steht noch an. Ich glaube, wir müssen hier durch. Oh, oh, wie er dann gleich durchdreht, wenn er Vollspeed hat. Schöne Geschichte. Wir sehen uns dann morgen hier wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.